Diese Frau hat über 35 Jahre rund um die Uhr alle TV-Nachrichten aufgenommen. Und nebenbei wurde sie sogar Millionärin. Lass es mich erklären. Um die Wahrheit zu beschützen, nahm eine Frau hunderttausende Stunden TV-Nachrichten von den bekanntesten Nachrichtensendern Fox, CNN und CNBC zwischen 1977 und 2012 auf. Die Archive wuchsen auf über 71.000 Tapes an, die sie in ihrem gesamten Haus stapelte. Stokes war überzeugt, dass viele Details in den Nachrichten Gefahr liefen, für immer zu verschwinden. Also begann sie mit dem Aufnehmen. Zudem sammelte sie sogar 30.000 bis 40.000 Bücher an. Doch es kommt noch verrückter. Stokes kaufte seit der Gründung von Apple nahezu alle Macintosh-Computer zusammen mit verschiedenen anderen Apple-Geräten und investierte in die ersten Aktien von Apple. Bei ihrem Tod blieben 192 der Computer in ihrem Besitz. Stokes bewahrte die ungeöffneten Gegenstände in einer klimatisierten Lagergarage für die Nachwelt auf, welche neben ihren Anteilen heutzutage mehrere Millionen Euro wert sind. Heute ist die Sammlung im Museum zu finden. Der Name der Frau ist Marion Stokes.